kommen, wenn wir da irgendwas machen, aber ihr seid nicht auf uns gekommen. Was wir bis heute war der Club leer. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir können da ein Event starten, was für die ganze Stadt vielleicht ein bisschen gut ist. Deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Mein Kabel ist geplatzt. Jeden Moment an, die fahren jetzt jeden ihr Moment habt unser an. Geschäft gef***t. Ja, Hände also. Hoch, ja, Hände hoch. Also kurz, Triaden haben jetzt das Ding gestürmt, die sagen, das ist deren Revier, ja. Wollen die jetzt das Event abbrechen oder was da deren Mission ist? Ja, ist ja eine Bar. Ihr habt jetzt alle euren Mund, Michael. Alle Mund halten jetzt an, wir sind kommen, habt ihr gehört? Habt ihr es gehört? Ja, haben wir sind unterwegs. Jetzt geht's los oder was? Ey, okay, alles klar, Mann. Wir kommen genau richtig live. Ich sag's euch direkt, ich schwöre, ich muss mich jetzt konzentrieren, ne? Screen muss geswitcht werden. Ey, ihr rafft euch jetzt alle, ihr hört jetzt darauf, was ich euch gleich sage, habt ihr mich gehört? Ja. Ey, Mann, bist du oder was? Oh, ich kack doch so ab, Alter. Also ganz kurz hier als kleine Information, Leute. Es sollte ruhiger werden, ne? Es sollte brutal ruhiger werden. Ich bin gerade so am PC so Besprechung gehabt. Ich denke so, ruhiger, heute ruhiger, ne? Das wird nichts. Sag ich direkt. Wird kein ruhiger. An alle unter 18-Jährigen bitte dieses Programm nun ausschalten. Sollten sie sowieso, weil der Stream ist ab 18. Und an alle mit einem schwachen Gemüt bitte jetzt auch wegschalten. Dankeschön. Kann ich mein Oberteil wieder anziehen? Ja. Okay, ich schwitze. Wissen Sie das? Ich helfe Ihnen einmal. Oh. Hose ausgezogen. Das war ich aber nicht. Hosen ziehe ich nicht aus, Mensch. Gut. Wie gehen Sie denn aufs Klo? Ja, die ziehe ich ja nur runter, die ziehe ich ja nicht aus, ne? Und wie gehen Sie schlafen? Ja, mit einer Hose, die wechsle ich dann. Dankeschön für die Behandlung, mir geht's tatsächlich wieder blenden. Perfekt. Die Zoni Montana? Ja. Ah, dann kennt man sich. Ah, okay, haben wir uns schon gesehen? Ja, genau. Ganz am Anfang, als ich auf diese Insel angekommen bin, haben sie mir so einen leichten Weg, also einen guten Weg zur Arbeit gegeben. Ach echt? Ja, ja. Mit Burit, ich bin die Kessler-Familie. Ihre Familie wartet, glaube ich, draußen ja, auf sie. Ja, deswegen muss ich raus. Einen schönen Abend noch, ne? Ebenso, danke. Zu meinem Lager schnell. Ganz schnell. Geradeaus. Braucht jemand Westen? Hat jemand alles? Habt ihr es gerade gemerkt? Ich wollte wieder sparen, aber ich spare nicht. Wo bist du denn? Ich bin Einzelbesitz. Wer rennt zu Fuß in den Club jetzt? Wer ist es? Neo. Warum? Wo bist du denn? Ich hätte gedacht, wir sind dorthin. Nein, Mann, Alter! Ey! Ihr seid in Kolonne im Auto! Ich hatte gerade Kopfschmerzen. Ich war bis jetzt nicht so, da. So, wir holen dich. Sag jetzt wo bist du? Wir holen dich. Ich schicke dir deinen Standort, ja. Okay, ich schicke Ruhe! Standort, ja, Standort. Okay, ich wiederhole jetzt in 10, 15 Sekunden Takt oder so, dass wir uns jetzt zusammen im Auto befinden alle, ne? Also, wir befinden uns im Auto. 12 seconds later. Der nächste links. Oh ne, dein Einsatz. Nächste. Wir befinden uns in der Kolonne im Auto. Was war jetzt mit Trian? Klär nochmal auf. Das ist Lehrer geworden. Was ist denn passiert? Das ist keine Aussage, Lehrer geworden. Die Triaden haben gesagt, was ich hier mache und dass es denen ihren Revier ist und haben dann die Triaden, sind dann einfach ohne Eintritt dann ins Club rein. Wo wollen wir hinfahren? Links rum. Die stehen da gegenüber schon aufgereiht, ne? Ja, okay, warte, dann reden wir. Stand verteilt. Einer ist da gerade rüber gehüpft. Ja. Ey, wir marschieren ganz kurz einmal rein. Einmal rein, einmal alle rein. Ganz kurz. Nee, viel zu laut da drin. Viel zu laut. Warte, wir können unten zum Billardtisch gehen, eventuell. Wie machst du es aus? Viel zu laut, die Scheiße, Mann. Das kannst du nicht ausmachen, Sonny. Nein, das macht irgendeiner da drin, die Musik, Mann. Lukas, hol mal im Ellen ab. Wer wird gescheppert? Ey. Robin, wenn ich dich jetzt noch einmal hier höre, rumschreien, ne, dann flipp ich aus. Also ihr bleibt jetzt mal schön alle hier parat, ne. Bleibt mal alle schön Dings, ne, vor der Tiki-Lala-Bar, ne. Also passt mal ein bisschen auf, ne, die sind ja alle verteilt, ne, also auch, ne. Ey, kommt mal zu den Autos vor. Süden, kommt Osten, Westen, vor. Alles, ne, überall sind Leute, ne, von denen. Kommt mal zu mir, seht ihr mich?
Ich stehe vor der Tür. Kommt mal vor die Tür alle. Wir laufen jetzt rüber auf die andere Straße und reden die mal an, was das soll. Kommt mit. Kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Sind alle da? Kommt, kommt. Pass auf wegen Autos. Ich weiß auch nicht, die rennen weg. Die rennen weg. Komm, komm mal da rüber. Da. Kommt was mit. Was sind das für Leute? Irgendjemand aus der fucking UG gesagt hat. Kommt mit. Sonny, die stehen hier drüben, ne? Ich weiß, Sonny. Wo denn? Nein, du bist bei den Falschen. Hier wo? Wo? Das. Ja, der Typ hier. Nein, der Sonny hinter dir. Ja, der. Kommt mal, wer ist jetzt für Ansprechpartner von den Trier? Es kann sich bitte mal verteilen hier, ja? Rennt der Leaderschaft nicht in der Also, Alter. Bitte, hä? Ey, ich sag's jetzt einmal, ne, ich bin selber gerade erst wach, so, Sonny redet jetzt mit denen, ihr rafft euch jetzt mal und verteilt euch mal hier, ja? Also, ich will jetzt hier keinen sehen, und im Auto sitzen sehen, ja? Ein Auto kann von mir aus rumfahren, ja? Und eventuell backsteppen, falls irgendwas passiert, der Rest verteilt sich jetzt hier an alle Himmel. Kopf zu jetzt, Mann! Euch. Ja, oder ja. Bonasera, Jungs, also, und zwar, ne? Ich hab mal eine Frage. Was war das gerade? Was war gerade? Ich hab gehört, ihr seid hier reingestürmt und so ein Scheiß. Und zahlt keinen Eintritt. Ihr seid einfach reingestürmt, hab ich gehört. Okay. Ich glaube, wir haben noch keine Bekanntschaft gemacht, aber ich denke, es ist allen bewusst, dass wir hier in Vinewood leben. Nicht weit von hier. Sollte bisher schon ein bisschen bemerkbar gewesen sein. Im Endeffekt, wir sind hier, weil das ist unser Stadtteil. Die Geschäfte, die hier laufen, die stehen unter unserem Schutz. Wir sind Triaden oben auf dem Dach. Und ja, dieses Geschäft hier oder dieses Event oder was auch immer das hier ist, wurde nicht bei uns angesprochen. Deswegen kommen wir her, sagen, wir möchten reden. Und unsere Leute haben natürlich erstmal freien Eintritt. Sind welche von uns gerade auf dem Dach? Jetzt ist die Sache. Ja, ja. Wir haben zwei Triaden vorgestellt. Drei Triaden auch. Gegenüber von Tiki Lalaba habt ihr eingenommen, oder was? Gegenüber von Tiki Lalaba, die sind auf dem Dach? Wir haben es nicht eingenommen, wir sind noch drei Triaden. Haltet den Fug jetzt still, Mann. Wenn wir da irgendwas machen, aber ihr seid nicht auf uns gekommen. Bis heute war der Club leer. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir können da ein Event starten, was für die ganze Stadt vielleicht ein bisschen gut ist. Deswegen verstehe ich das Ganze hier nicht. Im Endeffekt, es gab schon andere Interessen und die haben auch mit uns geredet. Die haben da auch schon Sachen veranstaltet. Leer war der auf jeden Fall nicht. Okay, dann habe ich direkt ein paar Fragen an die Herrschaften, wenn es genehm ist. Ja. Zum einen habe ich, ne, so wie ich das mitbekommen habe, also informiert mich, falls ich falsch liege, aber das Verhältnis zwischen der Lacusa Nostra und den Triaden war bisher immer auf sehr respektvoller Ebene und sogar eher auf positiver Ebene. Die liegen oben auf dem Dach, schon versteckt. Ich würde schon fast das Wort Freundschaft in den Mund nehmen. Oder zumindest in der Vergangenheit. So, dann ist es doch ein leichtes, eben einen Anruf zu tätigen oder sonstiges und das kurz abzuklären, einfach, ne, aus Respekt wegen. So, und nicht einfach den Club zu stürmen und da irgendwie Sachen anzukündigen. Tiki Lalaba ist ein freier Club, da kann jeder rein. Und ich habe auch gehört, dass der Club jemanden gehören soll und nicht euch. Sonny, du kannst zum Ausatmen bringen, die sind doch halt informiert, aber ich weiß nicht. Also ich sag euch jetzt eine Sache. Ihr habt heute unser Geschäft gef***t. Ja? Ihr habt heute unser Geschäft gef***t, indem ihr euch die Frechheit besitzt, in unsere Veranstaltung reinzugehen. Egal ob euer Gebiet, unser Gebiet, wem Gebiet, mir scheißegal, diese Bar ist frei für jeden. Der braucht gar nicht funken da hinten. Hey Vogel, du brauchst gar nicht funken, komm schön zurück. Du brauchst gar nicht funken. Hast du mich verstanden? Das eskaliert jetzt, ne? Hast du mich verstanden? Der funkt hier schon durch. Ich will jetzt eine Entschuldigung oder ich werde euch richtig f***en. Habt ihr mich verstanden? Mein Platz, mein Kragen ist geplatzt. Jeden Moment an, die fahren jetzt jeden ihr habt unser Geschäft ge***t. Ja, also. Ja, Hände hoch. Ihr kleinen dreckigen Ihr kleinen dreckigen. Oh Gott. Geht rein, 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 rein! Von Luca einen Anruf bekommen, das ist der Triadenleader oder ein Triadenleader. Ja. Der meinte zu mir, er fordere eine Entschuldigung dafür, dass vier Leute von denen ins Koma gefallen sind anscheinend bei der Schießerei und er fordere zudem noch 100.000. Wer ist das, der was fordert, der kleine Hund? Und er fordere von dir die Entschuldigung, ja, von dir persönlich. Gib mir seine Nummer.
Gebe ich dir einen Moment. Wo sind unsere Leute? Sind die. Ruf noch nicht an. Ich ruf doch gar nicht an. Ja, dann komm. Ruf an, wenn schon. Ja. Wer hat meine Bank kaputt gemacht? Hast du die Bank von dem kaputt gefahren, oder? Klappo. Ja, ey, das waren hier so zwei kleine Jungs, die haben miteinander gespielt. Ich habe zu denen gesagt, ey, spielt nicht hier, die Bank könnte kaputt gehen. Das kann ja nicht sein, ist ja und dann habe ich dem eine Schelle gegeben und den anderen auch und die sind dann abgehauen und haben diese Bank so hinterlassen hier. Oh, pass auf, gleich hast du einen Splitter im Arsch. Danke, dass ich wegen dir jetzt scheiß Splitter in meinem Arsch habe. Ich ruf jetzt an. Jo. Buenas tardes. Wie kann ich dir helfen? Und zwar, es gibt da so eine Sache, die wir besprechen müssten. Ja, welche Sache denn? Schau mal, ich habe schon gehört, ihr versucht euch aufzubrüsten, kann das sein? Nee, also wir haben jetzt unseren Standpunkt klar gemacht. Was ist denn euer Standpunkt? Das Weinwood uns gehört. Und somit auch die Geschäfte da. Weinwood gehört euch. Natürlich gehört euch Weinwood. Aber ich habe echt einige Dinge gehört, die wir nicht wie mit Gillette mit dem Strich gegangen sind, sondern gegen den Strich, ja, mein Freund. Okay, wie willst du das jetzt handhaben? Hör mir doch einfach mal zu, Mann. Ihr habt unser Geschäft gestört, okay? Ja. Und diese scheiß Bar da oben, was ich gehört habe, ja? Da kann jeder Vollidiot rein. Das solltet ihr wissen. Ja, und du solltest wissen, dass Weinwood unser Gebiet ist. Und genauso die Bar. Aber bevor ihr mein Geschäft stört, habt ihr mich anzurufen, wenn euch was nicht passt. Und nicht dort. Wir haben dich dahin gebeten. Habt ihr nicht. Haben wir doch. Ihr seid da reingestürmt, was gesagt wurde, ja? Also willst du uns sagen, wir sind unerwünschte Gäste? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ihr habt euch die Frechheit rausgenommen, dort einfach reinzugehen, ja? Ihr habt ja dort die Gäste schon, die haben sich beschwert über euch. Und unser Geschäft hat gelitten. Wir haben Minus gemacht. Nicht Minus, wir hätten mehr Plus machen können, als wir gemacht haben. Und das ist die Sache, die ich nicht gut finde. Verstehst du? Aha. Und wie willst du das handhaben? Ich frag dich erstmal, was es soll und warum ihr sowas macht. Naja, ganz einfach. Wenn man uns nicht fragt, ob man die Bar mieten kann oder was weiß ich was, dann muss ich auch nicht Eintritt zahlen oder mich dafür rechtfertigen, dass ich da reinstimme mit meinen Leuten. Ich muss die Bar bei euch mieten. Das ist doch nicht dein Ernst, genau, oder? Ja, doch ist es. Oder ja? Prozentualer Anteil. 100%? Prozentualer Anteil, nicht 100%. Dann, Ich meine, wir sind ja auch keine Unmenschen. Wir nehmen euch ja nicht alles. Also ich drück schon mal gar nichts ab, dass das klar ist, ne? Aha. Ja, dann wird die Bar auch nicht von euch benutzt. Doch, wenn wir die benutzen wollen, benutzen wir die. Bist du dir da sicher? Da bin ich mir sicher. Zu 100% sicher, glaub mir mal. Also willst du, dass wir nochmal dein Geschäft kaputt machen? Nein. Willst dann du, dass ich euch... Dann willst du, hör mir zu, Mann. Ich dir alles nehme. Willst du, dass ich euch in den frage ich dich. Ja, kannst dann mal zum Anwesen kommen. Ich frag dich. Zeigen, wie du das anstellen willst. Ja? Ich störe mein Geschäft nicht, mein Freund, habe ich gesagt. Okay. Eure Geschäfte sind ein Scheiß für den Weinwood. Wenn ich dort was mache und eine Veranstaltung veranstalte, veranstalte ich sie. Okay. Und, aber ja, wer richtig bin ich, dass ich euch was abdrücke, Mann? Ja, scheinbar niemand, wie du da gezeigt hast an der Bar. Was? Scheinbar niemand. Ich? Ja, richtig. Ich kann dir gerne mal zeigen, wer niemand ist, wenn du willst, okay? Aha. Provozier mich nicht raus. Ich hoffe, die Fronten sind klar, Mann. Okay. Wie willst du das jetzt handhaben? Weil ich sag dir, die Bar wird nicht genutzt ohne eine kleine Gewinnbeteiligung an uns. Und ich sage, ich will eine Entschädigung für den Abend. Was danach ist, ist mir scheißegal, Mann. Ich will eine Entschädigung für das Minus, was wir gemacht haben. Ah, und in welcher Höhe? Ja, weil ich kann dir nämlich so viel sagen, du kriegst nicht $1 von mir. Ja? Frage ist, willst du einen Fehler machen und dagegen vorgehen oder belässt du es dabei, dass ihr die Bar nicht nutzt? Du willst mir sagen, es ist ein Fehler, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier eine Entschädigung haben. Wer bist richtig du? Ja, wer bist du? Hab ich dich doch schon gefragt. Junge, ich bin Sonny Montana, Alter. Ja, kenn ich nicht. Kennst du nicht, dann okay, du willst mich kennenlernen. Willst mich kennenlernen? Ja, komm. Okay. Lass uns kennenlernen. Ja, schau mal, was ich mir hole, ja? Ja, ja, okay, versuch das mal. Ja, okay. Also, dann sind wir uns nicht einig, ja gut. Richtig. Dann muss ich mir das holen, was ich möchte, ne? Dann hole ich mir alles mein Minus, klar, okay? Dann hol ich mir dein Anwesen. Holst du mir mein Anwesen? Ich hole mir dein Anwesen. Da bin ich mal gespannt, das sehen wir dann, okay? Ja, wir sehen uns. Alles klar, arrivederci.
Seit 10. Können wir den logistisch entsagen? Zink die bis auf die Knochen, wirklich. Okay. Nehmt die Hops, nehmt denen die Waffen, alles, schießt die nieder. Ich schwöre, wenn es zu großen Kämpfen kommt, ja, schießt ihr die nieder. Habt ihr mich verstanden, ja? Ich schieß die nieder, ja? Ich schieß die nieder und hebt die auf und holt dann die Waffen. Habt ihr mich verstanden? Jetzt zinkt die bis zum Knochenmark, ja? Sagt allen Bescheid. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Ich will hier reich ausgehen aus dieser Sache, ja? Motivation. Ja? Ich will jetzt was hören hier, Mann. Hey, sag den ganzen Mobils Bescheid, ne? Die sollen vierer. Hey, ich will jetzt was hören, Mann. Kamora, kümmere ich mich jetzt drum. Da gehen jetzt gleich direkt welche los, ne? SCU, Charlie mal drum kümmern, so. Und dann halten wir jetzt dagegen. Meine Fresse, Alter. Ich hab noch nie was von niemandem gehabt. Zink die bis zum Knochenmark. Ich will denen ihre Waffen. Ich will sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die kriegen Jungs. Bis sie kommen. Bis sie kommen. Okay. Alles gut, aussteigen und überraschen, sie sind weg. Wandern, Laser. Komm. In das Auto rein. Aus, Jungs, kommt, los. Du, Mann. Push die Masse, komm. Guck mal hier, das Auto. Da ist einer alleine, Digga. Da ist einer, nice, der ist da unten, Digga, nice, den linken und dann nach rechts. Komm nicht durch. Einfach nur zum Ziehen, haltet sonst der Rest. Halt gegen jetzt. Halt. Komm, wir müssen jetzt gehen, push mal vor, komm. Fächert euch frei, Komm, kann er Laser die Toten. Ey, einer hinter uns, Hinter uns zwei. Durch Park, ja, egal, komm. Die pushen. Zwei Leute. Ich fick die von hinten. Easy. Wir müssen die auf den Kreuzung halten. Los, fick die in den Parkhaus, Komm, push Parkhaus, push den nur rein. Zerf die, Mann. Komm, fick die weg jetzt da, komm. Southdown! Komm, wir auf Parkhaus zu, ich Parkhaus zu! Komm, macht euch breit, Mann! Alles gegen da. Nice. Sehr gut, Mann! Komm, LCM Calamita! Komm. Pusht euch! Ey, hinter uns noch einer! Pack, fick die vorne, Jungs! Wir müssen die vorne! Jungs! Okay, dann geht vorne! Komm, wir gehen nach vorne! Komm, wir gehen los! Den ficken wir! Komm! Jetzt! Ey, geht jetzt nicht daran! Geht jetzt alle rum! Wir haben rum mit Hass! Mit Hass! Ich will euch alle sehen! Komm jetzt! Die ziehen hinter den Vollfeld! Komm, es reicht hier, Digga! Komm! Ich hab dir die Pack aus! Komm her, Ihr müsst alles als Deckung benutzen, was ihr könnt. Sobald ihr einen Gegner seht, ihr den. Lasert ihn zusammen. Guckt euch nicht. Wirklich, seid ihr im Comedyland. Idioten. Ihr müsst halt als Master... Guck mal da oben. Lasert die tot. Da oben, seht ihr die? Hey. Ja. Los. Macht euch breit. Ey, wir müssen jetzt gemeinsam pushen, wenn, ne? Fick die da oben auf dem Dach. Da sind drei Leute auf dem Dach. Fick die tot. Einer tot da oben. Geht in Deckung. Immer in schönen Deckung bleiben erstmal. Sobald ihr dort links Leute seht, fick die.
Oben auf dem Dach. So, die Masse. Immer schön in Deckung, immer schön in Deckung. Auf dann mit euch, dann mit euch. Hier drum. Ey, ich weiß nicht, wer da ist. Komm, ich spring hier runter. Da ist einer runtergespannt. Gegenüber auf dem Dach, gegenüber auf dem Dach, gegenüber auf dem Dach. Kopf sind da, Kopf sind da. Egal. Gegenüber auf dem Dach. Ja, ja, der ist so ein geil. Voll weiter, gegenüber da. Komm, geh zurück da. Zum Haupteingang von denen. Lass zurück zum Haupteingang. Zurück zum Haupteingang. Ja, die sind aber oben. Die sind ey, du kleine F***, vorne, was stürmst du das Dach alleine, du F***, Kind? Wir müssen da rein, wir müssen da rein. Du kleines F***, Kind. Hey, hört mir jetzt zu. Alle rein, wir laufen jetzt da alle straight rein mit richtigem Hass, Alter. Ja, das sind die Drohnen. Komm, 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 Digga! Komm, komm, mach doch Sprite! Mach Mauer, mach Mauer, komm, komm, Mauer, 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 leichte Mauer. Aus. Ey, aussteigen oder ist los? Nicht weg, wenn du wegrennst, dann wegrennst du dich. Kill den. Los, halt rein da, Jungs. Rein, 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 rein. Direkt in die Base, direkt in die Base. Da rennt einer weg, die rennt. Da ist einer links rum. Oben, einer funkt da oben mit so einer Pistole. Da ist einer links rein, Digga. Alle. Rein, 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 Jungs. Schön, schön, schön. Rechts hoch. Da ist er, da ist er, Junge. Rechts zum Pool hoch. Ey, kommt hoch hier. Hier liegt noch einer, hier ist noch einer. Da vorne, 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 vorne. Er ist runtergesprungen, er ist runtergesprungen. Komm, 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 komm. Habt ihr den? Komm, komm, komm. Was ist mit dem denn, Digga? Der haut ab. Die sind jetzt genau vor der Base. Vorne, vorne, vorne. Von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ja. Komm, ich bin deine Mauer, Bruder. Komm, komm, das ist wieder kommen. Einer, bitte weg, Digga. Ja, jawohl, Junge. Ey, warte. Nein, nein, auf Anwesen. Einer ist hochgelaufen. Einer ist hochgelaufen noch. Ey, erst wenn alle liegen. Ey, es kommen gleich die Bullen. Ich sag euch, wie es ist. Es sind keine Zivilisten in Gefahr gewesen. Was sollen wir denn machen? Ja, ey, trotzdem, hebt mal hier Ding auf. Noch drei Stück von denen, wenn ihr könnt. Und fahrt mit dem mal weg. Gasse. Was ist denn hier passiert? Also hier waren keine Zivilisten in Gefahr, ne? Die müssen uns unsere Jungs hier. Es waren hier keine Zivilisten in Gefahr, ne? Ja, alles gut. Wir schauen uns das Ganze an. Also, okay. Also schaut nach einem Verkehrsunfall aus für mich. Ja, auf jeden Fall. Alles gut, alles gut. Stabilisiert ihr, kümmert ihr euch drum? Ja, auf jeden Fall, wir sind schon dabei, wir stabilisieren alle. Wunderbar, super, super, vielen Dank euch. Gerne schön, bitte schön. Auch schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Danke, ciao. Ey Jungs, ich hab gerade nur gesagt, so, ich verstehe Chapo. Ja, ich verstehe seine Aussage. Der Wille, das zu holen, ist mehr wert, als den Kampf zu gewinnen oder zu verlieren. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, okay? Ich habe auch eben gesagt, ja, ich bin 50-50, ich habe keine richtige Meinung gerade, weil es schwierig ist, es ist zwiegespalten, aber das zu verlieren ist auch keine Schande, hört sich dumm an, aber jetzt kommt wieder dieses andere Aber, ich habe halt auch die Ressourcen im Kopf, ne? Klar, weil alles noch an den Grenzen ist. Es ist schwierig, aber ich verstehe Chapo seinen Gedanken und der hat recht. Dieses Ding zu holen, ja, ist mehr wert, holen zu wollen, ist mehr wert, als es zu verlieren. Weil wenn man das verliert, Bruder, nicht schlimm, Mann. Wir sind gekommen, nicht die. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist schwierig, ich weiß, es ist schwierig. Aber versteht ihr diese Aussage von Chapo? Die müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist real, ich fühle es. Das ist ein Draufgänger-Gedanke und man muss halt ein Draufgänger sein. Ich, genau, Bruder, ey, ist es genau, das ist mein Gedanke, Mann. Deswegen, und ja, das war auf unser... Jetzt ist Feingefühl gefragt, wir können ja auch noch ein paar Runden fahren und gucken, ob wir gut stehen. Und du gibst dann den Call, wenn wir ein paar Mal wieder aus der Reihe driften wegen Platten, fahren wir wieder zurück und rappen. Ja. Ein paar Rap-Kits haben wir noch. Und wenn du sagst, okay, die Runde war gut, Bruder, so bleiben wir stehen, dann gehen wir rein, so, weißt du, das kann man auch machen. Einfach anfahren, eine Mauer bauen und die pushen. Willst du raus? Ja, komm, steig aus. Wir müssen die von dieser Kuhle. Also ist unsere Deckung. Komm, rechts, komm, jetzt, rechts, jetzt, jetzt, auf die Dächer. Rechts, Laser, komplett tot. Aber geht nicht hoch, geht nicht hoch. Benutzt die Deckung. Dieses Ding müssen wir als Deckung benutzen. Wir haben durch die Deckung. Ey, paar auch mal nach links, Mach doch Backstep raus. Ja? Das Backstep da raus. Denk dran, aber eine Backstep. Ganz links, Laser, den Tod. Wir müssen jetzt hinterherlaufen. Alle rechts. Keiner zieht jetzt mehr. Komm. Kommt hinterher, Jungs, komm. Keiner zieht jetzt mehr, los. Masse, komm. Einer fällt da runter. Kommt dann hinterher, komm. Ey, ihr seid ganz gesplittet, Weiter. Wartet vorne ein bisschen. Bisschen warten vorne. Die kommen hinten. Komm, ja, Mann, hier ist die Masse, gut. Laser, den Tod jetzt. Den auf den Dachfokus, komm. Komm auf den Dachfokus. Komm, einer, der ist auf Dach, Junge! Der ist down! Weiter! Komm zurück! Und jetzt schicken wir die Waffen! Armin, hast du nichts! Wir sind Triaden, Mann! Was nein, los? Ich kann Sonny direkt aufheben. Alle die Presse halten. Okay, der Don steht wieder. Jawohl, was los, Mann?
Was los? Mann. Ey, es reden viel zu viele gerade, Jungs. Ihr müsst euch mal beruhigen, Mann. Es ist noch nichts geendet. Hier Leute mal, hochholen, nackt machen. Genau, holt die Leute an die Wand, die Leute hoch, ne? Maximal drei. Genau, maximal richtig. Drei, holt denen ihre Sachen. Sonny, wollen wir mal gucken, ob wir den Leader hochholen? Ey, wenn ihr ich hab Sinan bei mir. Heb auf, umzingelt den, die ihr aufhebt. Nehmt den alles, nehmt den ihre Seele. Da wir können auch den nackt machen, aber laufen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall laufen lassen den, ja. Was mit dem hier? Was Billy dem? Keen heißt er. Billy Keen? Von was für einem Rang bist du, Mann? Billy Keen, Rang 12. Renn um dein Leben. Rang was? Ich bin der Shancho, Rang 12. Ach, ich hab... Ach nee, oder? Jetzt hab ich die Ehre, mit dem Höchsten hier zu reden, mein Gott. Okay. Das ist doch großartig, oder? Das ist wirklich großartig, Billy. Hast du schon deine Sachen abgegeben, Mann? Ja, selbstverständlich. Ja, Billy, schau mal. Ach, Mann, was soll ich sagen, ja? Manche nutzen Schwächen aus von anderen, manche lachen über andere, ne? Das Wichtige ist, sich zu aktivieren und ich kann nur sagen, wir sind aktiviert. Glaubt mir, Mann. Glaubt mir, wir sind aktiviert, Mann. Das finde ich wunderbar. Sizilien brennt bis nach Los Santos, Mann. Wie sieht's aus, Alter? Ich hab euch was gesagt, Mann. Ich will in dieser Bar meine Scheiße machen, wann ich es will. Was sagst du dazu? Das ist die Forderung von euch. Die war nämlich nicht so klar. Wir sollen uns was ausdenken, war die Forderung so von euch. Ja, und ich will das Minus drin haben, was ihr auch immer euch in den Kopf kommt. Ihr habt uns ziemlich geschadet an diesem Abend. Ja, verstehe. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Weil ja. Die Forderung, die war mir nicht so ganz klar. Ja, nee, alles gut. Ich bin auch keiner, der so gerne Sachen fordert. Aber ich will meine Ruhe und ich will die Geschäfte machen, wie ich sie will, okay? Und ich nehme euch auch nichts weg. Genau, es geht nicht darum, dass wir euch die Bar wegnehmen oder sonstiges, sondern es geht darum, dass wir unser Geschäft nachgehen wollen, wann wir das wollen. Genau, und das heißt auch nicht, dass ihr da nicht hinkommen könnt, aber ihr könnt nicht rein wie Nomaden, das würde ich bei euch auch nicht machen, verstehst du? Es geht um Respekt. Es geht um Respekt, mehr nicht. Dann war es das von der Seite. Billy, dann würde ich sagen, ne, melde dich. Mach ich. Okay, alles klar, Billy, mach's gut. Zeit, Jan. Arrivederci.